Harald war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ja, hier wieder beim Quali und bei The Witcher 3 Wild Hunt. Hey. Ja, wir sind hier im kaiserlichen Palast. Der Kaiser wird uns führen, geradewegs nach Novigrad. Und ich frag mich ja so ein bisschen. Sege Natuvian. Warum jetzt in dieser Vorgeschichte drin stand oder gesagt wurde... Eine falsche Bewegung und es tut dir leid. Auf Geheiß Yennefers. Hat die uns was zu sagen? Na, egal. Hier ist ein Quest. Gwind spielen. Das haben wir lange nicht gemacht. Ich bin nicht so... Ah, komm. Doch. Risiko. Ich will Karten spielen. So, jetzt können wir das erste Mal, weil wir haben ja neue, neue Karten, glaube ich. Können wir unser Deck zusammenstellen, ne? So, ich weiß jetzt noch nicht, rechts oder links. Kartensammlung. Alle Karten im Satz. Das sind irgendwie unsere neuen Karten. Okay. Jetzt haben wir die nochmal rein. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder welche rausnehmen, ne? Karten im Kartensatz. Schwierige Sache. Ich habe irgendwie noch nicht so richtig die Ahnung irgendwie. Kann man jetzt auch schon das Spiel starten mit mehr Karten. Kann man, na gut. Wir haben mehr Karten im Deck als der Gegner, okay. So, wir haben Kälte, Nebel, Soldaten, zwei kleine Soldaten. Wir haben Jarpen Zigrin, Sabrina Glewissig, Skax, Kerametz, Drachenjäger, eine von den neuen Karten, die wir reingenommen haben. Das konnte die noch. Lege diese Karte neben eine Karte mit demselben Namen, um die Stärke beider Karten zu verdoppeln. Ah, okay. Und hier können wir eine Karte wiederholen. Also das sind beides gute Eigenschaften. Wollen wir davon irgendwelche neu ziehen? Ich glaube... Die beiden sind ganz gut. Ich glaube, den Ziegring können wir mal rausnehmen, weil dafür ziehen wir noch so ein verstärkt alle Einheiten. Das ist auch sehr gut, ja. Noch eine Karte ablegen. Wir haben ziemlich viele Bogenschützen. Bogenschützen. Wir haben ganz wenig nur hier mit ganz wenig Fußsoldaten. Vielleicht tun wir mal die Sabrina Gewissig weg. Sonst weiß ich nicht, was wir bekommen haben. Aber gut. Wollen wir nach unten. Ich glaube... Wir haben hier noch so ein Belagerungsding bekommen. Kann das sein? Egal. So, wir dürfen anfangen anscheinend. Fangen wir mal aggressiv an und spielen mal direkt hier so ein Vierer in die Bogenschützenreihe. Schauen wir mal.
Da kommt ein Fünfer in die Nahkampfreihe. Okay. Da können wir jetzt ja mal zumindest ausgleichen. Noch mehr Nahkampf. Okay, was konnten wir hier mit nochmal? Moment. Zoomen ging mit RT. Fernkampf auf 1 und hier ist Nahkampf auf 1. Okay. Aber die verstärken sich ja gegenseitig. Das ist schon mal ganz gut für ihn. Ich spiele weiter auf Nahkampf mit einem Einser. Ah, er spielt sein... Was konnte der jetzt? Dem? Zoomen? Schau dir 3 zufällig gewählte Karten aus der Hand des Gegners an. Ah, er hat sich meine Karten angeguckt. Das ist natürlich auch gut. Was kann ich eigentlich mit meinem machen? Durchsuche dein Nachziehen nach einem bestimmten Spiel, diese Karte sofort aus. Aha. Ja. 7-6 würde ich sagen. Wir spielen. Schwierig gerade. Ist das so ein Nebel? Fernkampfkarten. Wir spielen mal das. Zack. Schon fühlen wir wieder. Gutes Wetter. Okay, dann macht er das wieder weg. Na gut, der weiß jetzt natürlich relativ, was wir so drauf haben. So. Der verstärkt alle. Wähle eine Karte aus dem Ablagestapel. Keine Helden, keine Sonderkarte. Okay, oder ist eine Sonderkarte, glaube ich, die wir drin haben. Nebel bringt uns jetzt gerade nichts. Deswegen spielen wir einfach mal die hier. Zack, auf eine 11. Oh. Oh. Okay. Ja. Ich glaube, die erste Runde hast du gewonnen, Buddy. Passen. Schauen wir mal, ob der noch so viel coole andere Sachen hat. Dass er auch die zweite Runde gewinnen kann. Er hat immer noch mehr Karten als wir. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, dann muss aber anfangen. Ah, er spielt Schützen. Das ist schon mal gut, weil wir können zweimal Nebel machen. So, wir spielen dann einfach mal... Hiervon können wir ja eine wiederholen. Können wir die auf die Hand wiederholen? Ja, wir spielen die mal. Und holen uns hier die Kira Metz wieder. Spielen die, dann haben wir zumindest ausgeglichen. Wir müssen diese Runde ja jetzt gewinnen. Ansonsten wird es ein bisschen klamm. Zack. Eine Finte. Okay. Ja. Wir müssen irgendwas spielen. Ja, ich glaube, das Spiel verlieren wir. Und das ist nicht gut, was wir hier gerade machen. Auf 3 Karten. Wir
Wir spielen einfach mal unsere Spezialfähigkeit aus. So, führen damit immer noch. Er zerstört. Okay, aber zumindest haben wir jetzt gleich viele Karten. Schauen wir mal. Kann er da noch was machen? Er zerstört wieder und damit hat er gewonnen. Und ja, blöd. Niederlage. Ja. Aber das müssen wir jetzt ja noch irgendwie hinkriegen hier. Noch habe ich Geld, noch kann ich was setzen. Aber ich glaube, wir müssen unser Deck ein bisschen kleiner machen auch. So. Die Finte ist cool, die fand ich gut beim Gegner. Gutes Wetter. Ich glaube, wir müssen ein bisschen so Sachen loswerden, die nichts wirklich, keinen Zusatzeffekt irgendwie haben. Ja, Panzigrin. Ja, komm, entfernen wir mal. Fußsoldaten. Ganz normale Fußsoldaten. Und eigentlich auch ein bisschen tote Karten. Finde ich jetzt zumindest. Ich habe jetzt noch nicht so die große Ahnung von dem Spiel, aber lassen wir mal die Einser alle weg. Ja, jetzt haben wir noch einen Einser, der verstärkt und noch einen Einser, der auch verstärkt. Das läuft. Das sind, glaube ich, besser als Einser, die gar nichts machen. So, und dann können wir das Spiel starten. Schauen wir mal. Wir haben einen Nebel, wir haben Regen, Belagerungskarten und Fernkampfkarten. Und Fernkampfkarten können wir ja eh machen mit dem, mit der Sonderkarte. Und wir haben hier Nahkampf, Fernkampf, Nahkampf. Nahkampf, oh, wir sind extrem auf Nahkampf diesmal. Lege diese Karte mit demselben Namen um die Stärke. Ach, okay. Davon habe ich jetzt natürlich nur eine. Das ist ein bisschen doof. Dann tun wir die mal weg. Und ziehen Kira Metzner. Ist auch okay. Okay. Rundenbeginn. Der Gegner fängt diesmal an. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich reagiere bei sowas lieber. So, Nahkampf-Villa. Okay. Soll er haben. Siebener Nahkampf, aber gut. Das ist hier. Er verstärkt mich und darf eine Karte ziehen. So, ich führe mit 12 zu 2. Er hat noch voll viele Karten. Das kann ich jetzt nicht sofort aufgeben, weil ich weiß, er hat 10er Karten in seinem Deck. Von daher spielen wir mal hier einen Fernkampf. Sabrina. Ja, da kommt der Zehner. Sehr gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal hier unsere Fernkampf herunterspielen Sachen. Und er setzt den Nahkampf herunter, was uns jetzt nicht so sonderlich beeindruckt, weil wir immer noch stärker sind. Wir haben... Was Tribok ist? Nee. Spielen wir den. Verbrennen. Okay, er macht alle Karten platt. Gut, dass er das jetzt macht, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Dann spielen wir jetzt einen Tribok hier hinten rein. Gucken wir mal, ob er auch was hinten hat.
Ich passe das jetzt einfach mal. Schauen wir mal, ob er den ausgleichen kann. Er macht den stärker. Verstärkt die. Okay, und hat damit gewonnen. Hat aber jetzt irgendwie gut Karten verballert. Einmal hat er noch seine Sonderfähigkeit. So, Nahkampffehler machen. Ich guck mir nochmal eben an, was seine Sonderfähigkeit war. Drei zufällige Karten des Gegners angucken. Ja. Kann er sich ja ruhig angucken. So, wir holen uns hier erstmal hier die Kira. Die auf diesem Kartending eigentlich cooler aussieht als im Spiel, finde ich. So, die verstärken sich. Das ist jetzt natürlich Hammer. Die ist natürlich Hammer. So, das ist unser Spion, ne? Das habe ich gar nicht drauf geachtet eben. Hier gehen wir auf den. Ja, das machen wir doch mal. Ja, gut, jetzt haben wir natürlich nur Crap nachgezogen. Das war natürlich jetzt nicht so geil. Ich bin am Zug. Und würde dann direkt mal die Schlachtreihe hier. Ach, scheiße, das ist die. Ah, nein. Ich habe einen Fehler gemacht, Leute. Ich habe gedacht, ich könnte die Nahkampfreihe irgendwie kleiner machen. Mäh, jetzt habe ich uns selber hier voll in die Scheiße geritten. Der Gegner hat gepasst. Ja. Er hat 6. Aber wenn er gepasst hat, dann können wir das vielleicht noch rumreißen. Hier. 11. Boah, mit allem, was wir haben, können wir es rumreißen. Das ist scheiße. Und dann verlieren wir wahrscheinlich das letzte Spiel. So. Krass, Kacke, ey. Haben wir genau eine Karte, der Gegner 2 hat wahrscheinlich. Also wir haben 1er nachgezogen. Herzlichen Glückwunsch. Das wird nicht gut. Und er kann auch nochmal unsere Karten sich angucken. Ja, da kommt ein 2er. Da kann man nichts mehr gegen machen und verlieren das Spiel. Scheiße. Das war blöd. Das war blöd. Aber wir geben ja nicht auf. Das muss ja irgendwie zu gewinnen sein. Aber ich setze jetzt nicht mehr so viel Geld. Das war ja jetzt schon ein bisschen knapper als eben. So, jetzt gucke ich mir nochmal hier an, ob wir denn hier von diesem einen Teil... Das war... So... Mit demselben Namen verstärkt. Okay, haben wir aber keinen. Das ist auch hier, der verstärkt auch denselben Namen, haben wir auch nicht. Ja, wir haben super viel davon, wir haben nämlich voll das Crap-Deck, aber gut, wir haben, ist ja auch noch der Anfang. Ne? Hier, strömender Regen, das wäre das gewesen, was wir gebraucht hätten. Finte. Ah, wir starten einfach das Spiel. Das ist eigentlich ganz gut gewesen jetzt gerade. So, Kälte. Nochmal Kälte und Nebel. Und gutes Wetter. Sheila de Tankerville. Eine Ballista. Ich glaube, wir gehen einen von den Kelten mal ab. Und der rettet. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Karte, finde ich. Haben wir jetzt beim letzten Mal irgendwie auch nicht so gut genutzt. Ballista.
Ah, unsere Nahkampfreihe ist so extrem schlecht. Vielleicht tauschen wir den auch aus und gewinnen noch Ballista. Dann können wir nämlich hier mit dem... Ah, nee, der wäre... Doch hier, Nahkampfkarten auf 1 setzen. Wir haben ja keine Nahkampfkarten, von daher ist das, glaube ich... Na gut, wir haben jetzt eine davon weggeschmissen, das ist natürlich doof. So, was haben wir denn jetzt nachgezogen hier? Der hat uns... Ach ne, er dürfte ja nachziehen, okay. Er dürfte nachziehen. So, und wir spielen hier mal einen Vierer. Darf nochmal nachziehen. Ach du Scheiße, ey. Der hat aber richtig... Finde ich nicht so gut. 15. 15 kann er aber jetzt irgendwie mit den Massen an Karten auch noch richtig gut handeln. Das ist das Problem. Dann spielen wir hier noch ein bisschen was. Kommt noch was? Ja, ein Zehner auf dem Schützen. Komm, wir geben das einfach auf. Gucken, was er macht. Er kann das jetzt noch gewinnen, also ohne Probleme eigentlich. Ja, hier, zack, gleicht er schon mal aus. Okay. Zehner Nahkampf. Und Zehner Fernkampf. Ach du Scheiße. Fuck. Na, ja, ich muss das jetzt schon wieder gewinnen. Das ist das Problem, ne? Er passt. Okay. Dann setzen wir mal den Nahkampf herunter auf 1. Warum bleibt er jetzt auf 10? Ah, falsche Taste gedrückt. Ich wollte die angucken. Scheiße. Oh, das muss doch zu gewinnen sein, Leute. Ich will Karten spielen. Er macht ganz viel Nahkampf. Jetzt bringt die drei Karten, die wir rausgenommen haben, bringen uns jetzt natürlich überhaupt nichts. Also. Wir haben einfach ein scheiß Deck. So. Monster. Können wir hier diese verschiedenen Anführerkarten uns auch angucken? Anzahl der Einheitenkarten, Anzahl der Sonderkarten. Nee, okay, das ist unser Deck. Anführer wechseln. Ah, wir können den Anführer wechseln. Okay, wir haben hier noch Volltest. Den haben wir gerade benutzt, glaube ich. Entferne klirrende Kälteströme und hervorgerufene Wettereffekte. Benutzen wir einfach mal. Vielleicht bringt das ja was, dass wir irgendwie die Wettereffekte wieder wegnehmen können. Zweimal klirrende Kälte. Okay. Probieren wir mal. Okay, Fernkampfkarten auf 1 ist nicht so gut, weil wir haben ziemlich viele davon. Die verstärken sich gegenseitig. Aber die sind Nahkämpfer, das ist doof, weil er hat super gute Nahkämpfer. Und der... Um die Stärke zu verdoppeln, ja. Tun wir den mal weg. Ein bisschen Regen. Er hat ziemlich wenig mit Belagerungsteilen gekämpft bisher.
Na gut. Das sieht nicht nach einem Gewinnen aus hier. Ich bin am Zug. Spiel mal wieder einen Vierer. Schau erstmal, was der Gegner macht. Ja, Nahkampf. Ich glaube, die Einserkarten im Nahkampf wären doch ganz gut, wenn ich die Nahkampfkraft der Gegner auf 1 runtersetzen könnte. Muss ich nachher mal gucken. Wir bleiben erstmal bei Fernkampf. Ja, verbessern. Okay. Spielen wir die jetzt schon mal, weil die bringt uns jetzt eh nichts. Er verstärkt uns und zieht sich Karten. Und wir lassen es dabei. Kann er natürlich jetzt einfach gewinnen. Nein, er gibt es auf. Okay. Nice. Hey, wir haben das erste Mal, glaube ich, gegen ihn gewonnen. So, die Finte gucke ich mir auch nochmal kurz an. Tausche diese Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus. Ja, sehr gut. So, wir beginnen das Spiel mit einem Fernkämpfer, weil wir sind ziemlich fernkampflastig hier. Da hinten haben wir Belagerung. Okay. Belagerung hat er am Start. Gut, Belagerung. Nahkämpfer. Wir schwächen uns mal selber. Wir können das ja jederzeit aufheben, das ist ja egal. Er spielt, er möchte sich unsere Karten angucken, okay. Ist jetzt auf 12. Verstärken wir uns mal, der Gegner ist im Zug. Nahkampf. Halt 2, oh Gott. Ja. Dann benutzen wir auch mal hier unseren Typ und machen mal die Nebel weg. Und verstärkt die auch. Und einer versteckt sein Katapult. Wir nehmen hier mal so eine Balliste weg. Und wir geben das Ganze dann auf. Und hoffen, dass wir mit unseren 4 letzten Karten noch was reißen können. Hat einfach auch gute Karten, muss man auch sagen. Ne? So, und jetzt muss ich mir die Karte nochmal angucken hier. Boah, jetzt hat er sich 2 Zehner. Da kann ich ja schon nichts mehr dagegen machen, ne? 20. Ich habe jetzt hier 8, 8, 16, 22 maximal. Kommt da noch was? Kommt noch ein Soldat. Die müssten sich jetzt eigentlich verstärken auf 8, ja. So, er hat 26 und hat noch eine Karte. Ich gehe auf 16 hoch. Auf 24 hoch. Er hat gepasst. Yes, das gewinnen wir. Das war knapp. Aber wir haben 10 Kronen erhalten, nachdem wir vorher was weiß ich wie viel verloren haben. Und wir haben Volltest erhalten. Wir haben den Yara überquert und wir werden als Karte natürlich nur leider.
Kann man, kann man die hier irgendwie angucken? Inventar? Kann man sich die da irgendwie angucken? Foltest-Karte? Ich glaube nicht, ne? Müssen wir beim nächsten Mal, wenn wir gewinnen, spielen. Ich glaube, das werden wir noch ein bisschen öfter mal machen. Aber unser Deck ist ja total mies. Naja. Gut, die halbe Stunde haben wir voll. Wir haben eine Folge lang Gwint gespielt. Ich hoffe, ihr hattet daran Spaß. Bis zum nächsten Mal, euer Koali. Tschüss. Yeah.